So, und heidi ho, meine Lieben, mein PC ist wieder abgestürzt, gerade im Stream, deswegen machen wir jetzt hier mit einer Aufnahme weiter. Wir sind genau an der gleichen Stelle wie aus dem Stream und dann bearbeite ich die Aufnahme und werde die vielleicht morgen, übermorgen raushauen. Und dann ist gut. Auf jeden Fall läuft der Rechner im Stream noch nicht, in der Aufnahme hatten wir es jetzt ausprobiert. Wir hoffen, dass es jetzt funktioniert und dann schauen wir mal weiter. Sonst nochmal heidi ho und der David ist am Start und der Lars. Hallo. Hallo, David, kann ich nicht finden. Okay. Wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht hinhaut, sagt wieder gerne Bescheid, Leute. Und sonst lasst gerne ein Like, ein Abo, ein Follow oder auch ein Dislike da, wenn euch was nicht gefällt. Aber bleibt sachlich in den Kommentaren. Bei der Etage ist die Kiste. Okay. Die stimmt. Bei der Etage ist die Kiste. Nein, nicht in den Keller. Achso. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es war die Kiste zwischen den Dingern und dann runter ist Gold. Da müsste dann so ein goldener Bohrer sein. Komm ich nicht mal hoch? Nee, okay. Kann der auch weggehen irgendwie? Nee, kann er nicht. Wie komme ich denn in die zweite Etage, David? Denk ihr was auch? Ich habe schon eine Idee, aber liegt noch so viel anderer Stuff. So, warte mal, ich sehe gerade mein Mikropegel, nicht, Leute? Muss man da kurz was schieben? Naja, falls du nachher irgendwann vorbeikommst, dann gucken wir nochmal. Ansonsten bin ich ganz blind und blöd. Oh, mal Luki Luki. Eine Rüstung. Judith. Dann müssten wir ja mal zum nächsten und zum nächsten. Zwei brauchen wir nur noch. Wir hätten zwei direkt nebeneinander, wenn wir da unten in die... Was ist das? Sieht aus wie ein altes Bergwerk. Ein Kalkwerk oder so. Kalkbergwerk. Monolith des... das ist... Ach, der hier oder, unten von uns. Monolith, ja, die beiden sind halt nebeneinander. Wenn nur noch auf dahinter. Okay. Dann nehmen wir da unten links noch den Teleportationspunkt mit, dann hast du den O. So. Bei mir saßt du gerade in der Luft. Nee. Ich setz mich immer erst hin und pack dann das Auto. Ah, okay. Ich hab gedacht, du machst ja einen, wir machen jetzt einen auf Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube. Das unsichtbare Bootsmobil! Genau. Mega. Dann gib Gummi. Weißt du, wo die unsichtbaren Schlüssel dafür sind? Das unsichtbare Bootsmobil? Eine unsichtbare Tasche. Ja. Hast du richtig, ja? Okay. Du fährst da oben über den Berg, alles klar. So wie du magst, David. Du bist der Fahrer. Na, ich will zu der. zu dem. Na, Teleporter. Na, vielleicht siehst du schon einen auf der Karte, aber wir sehen da keinen. Also ich zumindest nicht. Achso. Hey. Komm, einem Hilfe kennenlernen, Junge. Es bleibt einfach stehen. Ich heute es im Stehen. Warte, Benny. Bevor seine Homies kommen, fahr. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Bein eingeladen. Yes, yes, ja. Ja, bin mal gespannt, Leute, ob ich mit David, ich habe gerade schon mit David gesprochen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, dass wir auf jeden Fall den Rechner nochmal komplett neu aufsetzen und das nochmal ausprobieren und dann mal gucken. So langsam gehen uns nämlich auch die Ideen aus. Oder, David? Oh, ich weiß auch. Aber wie gesagt, ich hatte bei mir auch leider das Problem ewig. Ja.
Ach warte, wenn du hier noch kurz wartest, dann Essig und Trink jetzt noch was. Das kann man ja leider bei der Fahrt nicht. Dann wird in Ordnung nicht essen gekommen. So Flecken in den Polster. Das sagt er ohne Führerschein. Ich habe ja auch keinen. Was mache ich überhaupt? Bleib doch stehen, David. Ey, ich schieß ja, ich rolle die ganze Zeit runter. Steig doch einfach ein. David. Ach, das Autofahren erinnert mich schon ein bisschen ans Kampf. Alter. Sind gleich da. Rallye fahren, Alter. Halber Donut. Ich glaube, man soll auf den matschigen Straßen auch scheiß fahren. Dass wir hier warten, können wir runterhüpfen, oder? Oh. Oh. Bis später, Auto. Es steht noch. Hätte ich nicht gedacht. So, müssen wir dann eigentlich hin? Hier vor uns. Aber gleich oben drauf landen. Nicht, dass wir den anderen wieder nach oben müssen. Achso, ich hab eh beide. Doch, fuck! Ein Stück zu tief fallen lassen. Renne, 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 renne. Ich hätte mich doch mal heilen sollen. Scheiße! Mach die Waffe wenig damit. Nein! Ich hab wieder diese Erinnerung von einem anderen Gamer, Spieler. So, jetzt müssen wir noch zum anderen. Ach, mir hebt die Nase gerade, Alter. Der andere ist doch hier direkt neben uns. Hinter uns. Ich glaube, du hast recht, wir müssen wieder hoch. Ich bin hinter dir, Dave. Ja, ah, doch, da hinten können wir hoch. Schaffen wir das? Das schaffen wir, David. Das schaffen wir. Achso, wenn du an der Ecke hängen bleibst, kannst du nochmal Leertaste drücken, dann zieht er sich auch gerade nochmal hoch. Hm, da hast du recht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Geht dann an allen Panden, so gesagt. Ja, auch wenn du gleich bist. Ah, da. Ich geh lieber in Nahkampf. Das macht wirklich sonst wenig Sinn. Ich. Was war jetzt hier los? Hallo, hallo, grüß mich nicht, grüß mich nicht, grüß mich nicht. Hui. Auch mal gut, wenn du einen Gegner anrollst, wird er auch nach hinten gestoßen. Also wenn du eine Rolle nach vorne machst und ihn noch triffst. Wird da so kurz nach hinten gestoßen und kann nichts machen. Eigentlich voll perfekt. Also kann man auch voll offensiv mal an den Gegner ran, wenn man sich traut. Ja, oder halt immer gegensprinten. Wie bitte? Immer gegensprinten. Ja. Gegensprinten geht auch super. Dann stößt man halt zurück. So ein halber Footballspieler. Ja. Okay. So, was ist deine nächste Mission? Wir müssen jetzt. Könnten auf jeden Fall den hier noch mitnehmen. Na, hier in den Dings rein.
In den gelben. Hast du den Boss schon gemacht, David? Natürlich. Natürlich. Ja, da muss nicht sehr viel ausrichten können, ist dir klar, ne? Du hast genug Schuss bei, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Okay. Bist du leise manchmal? Wenn du normal redest, geht das, aber wenn du so halb David-mäßig redest. Ich wollte eigentlich die Antenne noch mitnehmen. Achso, die ist da oben, scheiße. Dann noch mal ab nach oben. Sehe noch zwei Gegner töten. Diese Leggy ist das immer noch. Hier ist eine Kiste. Das ist die Waffenkiste. Nein! Ich hab sie schon. Ich hab alle Kisten. Ich muss hier aufs Dach. Ja, als ob du schon wieder hochguckst. Lass das besser nachmachen. Lass doch den Boss hier erst unten machen. Dann kannst du dich. Na, aber vielleicht ist da eine gute Waffe drin, David. Brauch ich die Waffe doch vor dem Boss. Hab doch keine guten Waffen, David. David. Den Boss auch nicht mit einer guten Waffe. Flüster noch. Ich hatte nur tonnenweise Munition bei. Ah, okay. Kann man damit kompensieren, dass man keinen Schaden macht. Aber wenn die Waffe kaputt geht, bevor du die Muni verballert hast, bringt dir die viele Munition auch nicht so viel. Ja, ich hatte dreimal eine Scar bei. Okay. Ich wollte euch die eigentlich geben können. Ich weiß noch nicht, dass man keine Waffen geben kann. Na, schicke Hose. Siehst du, haben wir bei der Ausrüstung für nur Punkte bekommen oder auch. Hm? Nee, okay. Ja, müssen wir nach ganz oben oder können wir unten rein? Ja, unten ruhig. Okay. Na komisch. Auch wieder ein Knöchelbrunnen. Hat noch nie so aus. So. Mal kurz. Gibt denn da irgendwas Dolle zu essen bei? Naja. Doll ist definierbar, würde ich sagen. Ich habe nur 7 Spritzen. Wird lustig. Und jetzt nur noch 6. Pieks. Ich hatte auch noch was. Oh, ich werde nochmal meine Waffe wechseln. Von der MP. Obwohl, vielleicht kann ich ein Dings kaufen. Obwohl, ich habe hier gleich. Ist das nämlich Shotgun oder ist LMG? Ist man am Gegner richtig dran, David? Oder hat man, also wie bei der Spinne, eher eng vom Areal? Oder ist das eher größer? Ich weiß nicht mehr, ob es ein Boss ist. Kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Nehmen wir erstmal die Shoddy. Die 200 heben wir uns unten für den Boss auf. Oder? Ach komm, wir nehmen sie gleich. Gönnung. Ja, achso. Kannst den gar nicht richtig ausgewählt. Achso, na, hier drinnen bei den Kisten gibt es doch nochmal ein bisschen. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Mit der Pumpgun in die Bank dann. Ach ja. Aber wieder
Bulli-Parade gucken, Alter. So schade, dass sie sie nochmal neu machen. Aber cool, dass sie den Bulli-Parade-Film noch gemacht haben. Der hat, also, den hat sich auch jeder gewünscht. Wenn die Bulli-Parade bin ich auch. Das Bulli aber irgendwann zu groß hier rum. Oh geil, ich kann mein Motorrad hier hinstellen. Ich stell's mal hier auf den Tisch, okay. Geht's? Warte. Cool. Motorrad auf dem Tisch, Auto in der Tür. Yeah. Guck mal, so komme ich auch durch. Einmal einsteigen, einmal aussteigen. Wäre cool gewesen, wenn du mich jetzt eingesperrt hättest. Naja, hätte ich das drauf vielleicht anders umdrehen müssen. Naja, wäre vielleicht besser gewesen. Ja, aber wenn du hier die ganzen Dinger holst, dann brauche ich auch nochmal ein Holz zusammen. Da siehst du, Lars, das könntest du ja auch machen. Was denn? Dich zu den gelben Dingern hin teleportieren und gucken, ob der dein Loot nachgespawnt ist. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn du da hingehst, spawnt da die Kisten nach, weißt du? Ich bin gerade unten bei uns in der Stadt und loote mir gerade ein bisschen Plastik, weil mir fehlt noch feuerfeste Pflaster. Den Wieb. Und dann halt alle zusammen eigentlich. I'm just here to feed my dog. So, hast du alle gelootet? Bist du bereit? Don't you hurt a prey if you die. Danke. So, scheiße, hätte ich mit Dog jetzt nicht alleine quatschen dürfen, wa? Wo bist du denn? Ah, ich habe oben mit ihm gesprochen. Ich habe gedacht, wir müssen dann erst zusammen nach unten. Ja, okay. Du meintest doch, ich kann ja wieder rausgehen, ne? Da unten. Da war ich wieder zu schnell, Leute. Wieder zu schnell. Ich habe gedacht, wir müssen erst mit Dog reden und dann zusammen nach unten gehen und wieder diesen Dings ansprechen. Diesen roten Strahl da, diese, ne? Ja. Aber man geht mit Dog gleich rein. Wusste ich nicht. Weil es geht. Gucken wir mal, ob ich wirklich alles eingesammelt habe. Scheiße, aber ganz schön viel, Alter. Muss ich mich ja doch gleich nochmal nach Hause porten. Wieso denn? Mal, wie wenig Leben ich nur noch. Was denn? So, warum denn? Vielleicht, weil ich mich gerade ausgelockt habe und das Verlies verlassen habe. Vielleicht kriegt man das denn so gesagt als... Ist das grau oder was? Ja, klar. Ja, es fehlt dir das Leben oder ist das diese Pest, was voll Pest wird? Achso, dann gebe ich den Gummibärchen. Jo, dann können wir ja hier oben mit Dog dann reden. Ist die Mission. Alter, ich habe 91 Chiffren, die ich verwenden kann, der. Gut. Warte, ich glaube, die Gummibärchen mit dem Quatscht. Läuft gleich wieder voll. Achso, dann musst du sie eventuell da drinnen nehmen. Wo war das, glaube ich? Bei mir auf dem Rucksack steht 100% halt, ne? Ja, bei mir nicht. Ich glaube, wenn du das Gebiet geklärt hast, dann ist es weg. Aber du musst da erstmal reingehen, dann frisst du das Gummibärchen und dann heilst du dich und dann. Aber ich glaube, da musst du das alleine machen. Ich kann dir noch ein paar Dinger geben. Ah, nee, Quatsch, oder? Super.
gehe ich da jetzt rein, ja. Schön, dass ich nochmal rausgegangen bin. Ich wusste ja nicht, was du machst. Na, die Mission, Dicker. Ja, aber ich dachte, du hast den oben davor angequatscht und bist dadurch darin, aber ja, ich wusste ja nicht. Okay. Escape. Okay. Ich bin in einem Labyrinth aus. Ich bin in einem Haus aus grünen Gängen. Und die abgefuckte Scheiße. Ja, viel Spaß. Lars, soll ich dir beim Boss helfen? Wollen wir den schnell machen? Digga, geh mal zum Arzt. Hört sich nicht mehr gut an. Nee, brauchst du noch nicht. Ich bin noch beim Looten. Macht mal eins in Ruhe erstmal. Nee, ich habe ja jetzt nichts zu tun. Tyler muss das Level alleine machen. Nein, ich muss ja auch kurz alleine. Ich muss ja kurz was looten hier. Ich will erst das Auto noch schnell bauen. Die hässliche Spinne, ja, die können wir nachher noch machen. Oder musst du los, ne? Was hältst du davon, wenn du dich in meine Base teleportierst und dir das Auto baust? Ich brauch doch bloß noch ein bisschen Plastik. Den Rest habe ich alles schon zusammen. Kann ich dir geben. So. Ich kämpfe hier gerade so schön. Scheiße, nimm mal den Knippel her. So, Pyler, magst du bei Discord vielleicht screenen? Kann ich machen. Ach, das ist das Event, wo alle tanzen, Alter. Okay. Diese komplette Sackgasse, ja. Du musst so einen Typen mit Kapuze, also vier Typen mit Kapuze töten. Ja, oh, ich bin gefühlt schon fast in alle Richtungen gerannt. Da vorne war ich eigentlich schon. Ja, nee, da. Hier ist es wieder Escape. Da war er, glaube ich, ja. Nee, doch nicht. Warte, da war er. Die Türen gehen auch nicht auf. Die kannst du nicht aufmachen. Mann, ich bin doch hier schon lang gerannt. Hier steht jetzt gleich wieder Escape, wenn ich rumlaufe. Siehst du? Da steht wieder Escape. Ja, da steht manchmal so ein dunklen. Ah, okay. Oder so ein Luftballon. Nee, die kannst du nicht. Na, Kuckuck. Hallo. Ist denn, hier ist die nette Frau mit der Pumpgun. Kommt doch mal raus. Ich hab ein bisschen Liebe für euch. In Form von Streugut. Oh, ich glaube, da beim Schild musst du rein. Das Level habe ich um 2 Uhr morgens gespielt, irgendwann war das. Ich bin einfach nur noch gerannt. Ich wusste nicht, wo ich bin, wo ich war, ob ich da schon bin und war. Aber ich glaube, du kommst der Sache immer näher. Nee, die Figuren sind irgendwie nur Bait. Die haben irgendwie nichts gemacht. Aber der steht dann einfach so random in der Ecke. Und dann musst du den weghauen. Deswegen jede Ecke gucken, überall. Will ich da mit einem Labyrinth jede Ecke gucken, überall. Ja, also Sackgassen können auch manchmal, weißt du? Ah ja. Und ich weiß nicht, ob alle vier gleichzeitig spawnen oder ob sie nacheinander spawnen. Das war nämlich auch meine Vermutung, dass du quasi... Da ist er! Der macht nicht. Genau. Ich glaube, jetzt spawnen die... Weißt du? Nee, das war das Husten vorhin. Ich hatte schon mal einen Husten ganz am Anfang. Ah ja, stimmt. Ans Husten hörst du dir, genau. Stimmt, das war ja das Problem, dass ich vorher die ganze Zeit kein Headset auf hatte und dann habe ich ein Headset aufgemacht, weil ich ein YouTube-Video anmachen wollte und dann habe ich die ganze Zeit dieses Husten gehört. Also einfach. Ja. Habe ich unten auf jeden Fall oder am Anfang unten einen vergessen. Und hier ist noch einer. Was war das? Das gefällt, ja. Ja, du warst auf den Kopf gedreht. Alles über Kopf. Money.
3 waren es, also muss ich jetzt eigentlich wieder zurück. Das heißt, hier müsste ja schon das Ende vom Labyrinth sein. Bin etwas durstig. Aha. Da, ich war wieder. Vorhin einfach nicht um die Ecke gegangen, ne? Einfach eiskalt nicht um die Ecke gegangen ist, hat er. 4 muss ich aber finden. Muss ich doch noch weiter zurück, vielleicht. Wow! Okay. Tut mir auch nichts. Was ist mit dir? Achso, ja, der one-shottet dich nur. Musst du einfach nur wegrennen vor dem. War wieder am Anfang. War es der davor gehustet hat und ich muss jetzt alles weiterlatschen oder war der Dude nicht hier irgendwo? Hat sich hier ins Fäustchen nie hustet. Der kleine Schlawiner, der. Okay, nee. Wohl nicht. So sieht es aus im Garten, wenn alle von uns einpennen nach dem Essen. Abends. Alle Kopf nach hinten. Fertig sind so. Hier knurrt etwas. Wo ist der letzte? Der letzte. The last one. Da, ich kann husten. Wo bist du, mein Freund? Cool, komme ich hier jetzt raus? Was ist denn für ein Fahrstuhl, David? Nee, du musst nur weiter. Da ist noch so ein Ding, das du einsammeln musst. Die Schrift dahinter, ja. Ach, da kriegst du den Spiegel, ja, cool. Du kannst nämlich Teleportationsspiegel da, also den stellst du hin, dann sammelt der das und dann kannst du da so Spiegelfragmente zum Spiegel machen. Mhm. Und ich habe unten zum Beispiel einen Spiegel hingestellt, da kannst du reingehen und kommst dann oben bei mir aus dem Dach raus. Oh, okay. Ist ja auch lustig, ja. Das ist ganz cool. Kann man cool. Dann noch voll lustig mit rumspielen. Ja, cool. Weiß halt nur nicht, weil 29 halt ja schon mal geschafft. Ja, ist doch gut. Wenn man jetzt noch das dicke Ding da klappt, zählt der Boss ja auch als besiegter Gegner. Komm zu dir, David. Muss bloß dran denken, dass meine Waffen gleich kaputt sind. Und ich sie dann wechsle. So wie meine Pampers. Du bist Nummer One, du musst drücken, oder? Ach so, sorry. Ja, jetzt mehr. Das Typ ist. Obwohl bei dem habe ich, glaube ich, die Drohne mitgenommen. Ja, genau, der Typ ist. Da musst du gucken, der kann dich ransaugen. Wenn du in die Portale links und rechts reingehst, switchst du einmal die Seiten. Das kann dich manchmal retten. Mhm. Ja. Achso, hier erstmal, wenn du noch Gummibärchen hast, erstmal Gummibärchen fressen. Jo, bin zwar nicht ganz voll, aber reicht das mal. So, aber wer hängt denn da ab? Das ist Jesus. Nee, doch nicht. Ist er Maria?
mal die Texturqualität mal nochmal ausstellen kann. Okay. Mal gucken, ob ich das mit Low Level überlebe. Aber ich habe ja einen David. Ah, der ist ganz lieb. Der will nur spielen. Mhm. Deswegen hat er auch so viele Zähne. Also, ob du sie nicht beide brichst. Hab ich. Die Beine gebrochen? Wo muss man den treffen? Am besten. Auf die Seite, glaube ich. Fräse schießen, Digga. Ah ja, das ist Ransaugen. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Okay, bin down. Soll ich mich selber holen? Aber dann sollte er vielleicht noch von mir weggehen. Ja, ich muss mich selber holen, sonst ist der Kampf gleich vorbei. Okay, halt den Laser. Oh, das ist gut. Die Aktie hier, dass du wieder aufstehen kannst, die kannst du wieder produzieren. In Bosskämpfen kannst du leider nur 3 einsetzen, egal wie viele du dabei hast, aber wenn du da aufstehen kannst, dann kannst du die. Jo, na, wir haben ja. Ich hab ja noch 2. Na, jetzt muss ich die Bubbles wegschießen. Boah, echt jetzt? Ach, und jetzt hat er seine komische Immunphase, außer du schießt ihm auf den verkackten Arm. Ich kann ja noch ein bisschen warten. Ich habe ein bisschen Zeit, bevor ich mal reindrücke. Na, mach du chillig, Digga. Wir haben noch 50, 40 Sekunden. Das ist doch Quatsch. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir uns. Kannst nicht machen. Ja, nein, sind wir beide. Warte, ich stehe auf. Ah ne, du machst das so. Okay. Na, natürlich. Gleich wieder down. Läuft diesmal nicht so optimal. Ja, das mit dem Undash, das ist halt eklig. Ich hab ja, kenn den Gegner ja so nicht. Er sagt mich an, David. Genau. Renne. Ich versuche ein bisschen von dem wegzukriechen. Komme ich nicht wirklich. Ich hänge irgendwie fest in der. Ich hänge hier irgendwie fest. Jetzt ist er weg von mir. Pass auf!
Teil war noch Abstand, da kommt auch ein bisschen Laser nicht ran. Abstand ist im Arsch. Boah, wirklich. So. Ja. Mal gerade wieder Granaten reinpacken. Hätte ich lieber sein lassen sollen. Mann, ich stelle mich an wie der letzte Lappen. Ich wollte doch nur die Waffe wechseln. Ich lieg schon wieder. Ich bewege mich langsam, aber ich... Nein! Oh, warte. Den habe ich noch. Diese Babels sind so nervig. Das ist der erste Boss, wo ich mal richtig auf die Fresse kriege, Alter. Aber ist auch schön. Spawnt ja dann irgendwann hoffentlich auch. Ja. Der wird es wieder da. Nee. Ich bin auch da. Ja, wenn das Viech dich umhaut und die Babels schießen da 3-4 Bälle auf dich, dann bist du halt One-Shot. Wenn ich mich irgendwie klein krieg, dann... dich um. Ja, okay. Das waren wir schon. So. Meine. Ach so, Scheiße, wird schon reingelaufen. Alles gut. Ich wollte den Cooldown vom Heilen noch abwarten, eigentlich. Das kann ja, glaube ich, kurz machen. Ach, du bist schon. Ne, der Cooldown ist weg vom Heilen. Jetzt bin ich da. Oh, ich glaube nicht. Heilen ist denn dahin. Rauchgranate bringt gegen den Dude bestimmt ja nichts, wa? Sicher. Ah, jetzt hat er mich automatisch reingelangt. Ich weiß, wo ich keine Gs liebe. Ist gerade weghechten. Lebst du noch? Dann locken weg. Dann kannst du mich vielleicht holen und ich brauche nichts verschwenden. Oder
glaube ich, kurz liegen. Pass auf, David. Der Strahl. Er springt. Mal, Alter, das... Alles gut, renn noch. Wir haben noch 3. Ja, 30. Sonst hole ich mich gleich selber, Digga. Unter den Spitzen ist man relativ sicher. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob die auch mehr Leben kriegen, wenn das wieder mehr Vorteil kommt. Ja, natürlich. Bleib aber liegen. Genau. Ich beweg mich am besten ja nicht. So. Wo ist der David? Er springt da noch. Der Dude steht immer noch bei mir. Geh weg! Schattenhund, lauf! Aber nicht gegen mich. Lauf von mir weg. Aber ohne Witz, wenn ich jetzt gleich aufstehe in 10 Sekunden, der haut mich da um. Alter, was? Der hat mich hier hinten getötet. Na gut, mein Viech macht immer noch Schaden, glaube ich. So, ich liege hier. So, mein Viech, kannst du mir, mein Viech hat noch die Akku. Okay. Ich krieg dir den Arsch. Er saugt mich an. Achso, aber wenn du vor ihm liegst, dann kommt er nicht zu mir. Ich komm doch da nicht weg, David. Ey, du sollst ja vor ihm bleiben. Aber ich muss doch auch aufstehen in 20 Sekunden. Ja, aber du kannst ja ein bisschen kriechen. Und wenn du vor ihm kriechst, dann kann er nicht zu mir dashen, sondern bleibt da hinten stehen. Das meine ich halt. Ja, ein bisschen kriechen, also das ist ja wohl unter ein bisschen. Hier. Komm her, die Stacheln geben doch Schutz. Okay, ich mach's allein. Nicht bei jeder Scheiße. Alter, war das knapp, das ist null. Alter, Dicker. Ich hab bei null ge... Ich bin tot. Mein Leben ist, glaube ich, auf null. Die Zeit war auf null. Ich kann nur noch zugucken. Mann. So, du bist tot, tot? Ja. Bringt mir ja nichts. Eigentlich den Boss ja trotzdem nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde den sonst gerne nochmal machen. Wenn du sagst, einmal würdest du noch mit mir machen. Ja, mach abbrechen. Also, ich mach abbrechen. Schuss habe ich noch. Oh, ich hab noch Sniper. Das wird ewig dauern. Ein anderes Sniper ist nicht. Komm, David. Einmal geht noch. Ich bin tot.
sehe das. Wenn er auf mich zustürmt, was soll ich machen, Digga? Bei dem Boss ist, wie gesagt, wirklich im letzten Moment, dass du da wegdashen musst. Das ist halt ein bisschen Dark Souls-mäßig hier. Ah, okay. Versuche ich mir gleich mehr Mühe zu geben. Es bittet da ja gerade voll in die Ecke, du hättest mich holen können. Junge. Echt jetzt? Ey, Alter! Ey. Ich will doch nur mal auf Abstand kommen, Junge. Du machst es super, David. Muss man ja mal sagen. So geil. Wir gucken dir einfach zu, David. Du machst das. Oh, fuck. Bin ich hier raus. Im letzten Moment stehe ich auf, aber nicht wieder am vorletzten. Ich will aber auch echt nicht weg von dir kommen. Der Dashen war jetzt auch für den Arsch. Hat er die ganze Zeit. Machst du und versuchst oder soll ich? Nö, ja, mach schon. Okay, ich steh schon. Echt jetzt? Mich gerade, ob ich mich selbst gesprengt habe mit der Granate, Leute, oder ob die halt direkt an ihm abgeprallt ist, weil er auf mich zugestürmt ist und mir wieder in die Fresse gelandet ist, aber normalerweise hat man 5 Sekunden. Scheiße, der ist auch gleich da. Jetzt liege ich viel zu dicht dran. Ja. Ich habe nur noch einen. Ja, nur zwei. Er geht gerade weg, jetzt nicht mehr. Cool, jetzt ist er weit weg von mir. Okay, ich mach schon.
Probleme. Brenne. Hoffnung Antenne. Ich hab doch mein Auto auf dem Dach geparkt, ne? Weißt du, was mein Auto jetzt gerade macht? Gerade auf dem Dach. Drin. Echt jetzt? Lebst du noch? Nee, das one-shottet uns alle, weil wenn wir ihn nicht runterschießen mit seinem kompletten Leben, dann one-shottet er, glaube ich, alle. Also springen uns was hilft irgendwie auch nicht. Oder ich springe halt immer scheiße. Ich kann mich auf jeden Fall nicht selber beleben. Ja, wie war das nochmal mit dem Greenfort? Wird der komische Sachen kommen? Pass auf, David. Das war's. Ja, also dich mit dem Wiederbeleben. Ich glaube nicht hin. Also jetzt kriege ich es generell nicht mehr hin, jetzt habe ich keine Munition mehr. Na gut, dann nehmen wir uns den fürs nächste Mal auf. So tun wir dies. Na dann, meine Lieben. Jetzt sind wir dreimal, viermal dran gescheitert. Du hast ihn ja schon einmal geschafft, muss man ja mal dazu sagen, ne? Naja, er hat dann wahrscheinlich doppelt so viel Leben, das würde halt das Problem sein. Naja, klar. Und ich muss mich da mal ein bisschen besser drauf vorbereiten. Wie gesagt, ich muss ja zu Hause mal ausbauen, dass ich da auch die anderen schmelzen und hast du nicht gesehen und auch mal meine Mutanten, die ich da alle gefangen habe oder Mutationen, die alle mal richtig verwenden und die da hinstellen, dass ich auch dauernd Holz habe und andere Materialien. Das habe ich ja alles nicht gemacht. Wir haben jetzt nur immer hardcore durchgegrindet. Das sollte ich dann auf jeden Fall mal tun. Beim nächsten Mal. Und dann wird das vielleicht ganz anders aussehen. Jo. Also, gehabt euch wohl. Bis dahin. Bleibt gesund und munter. Guckt gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Da wird uns freuen. Oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Schreibt doch gerne einen Kommentar oder auch Kritik, wie man es nennen möchte. Bleibt sachlich. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend. Kommt ja darauf an, wann er das dann guckt, wenn ich es geschnitten habe. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis oder dann. Genau. Ciao, ciao. Kau, kau.